warum die geometrische Abstraktion in Österreich bis dato nicht mehr Anklang gefunden hat, ist erstaunlich und hängt wahrscheinlich mit der hiesigen Mentalität zusammen und wahrscheinlich auch einer barocken Gesinnungstradition, die sich immer sehr auf abstrakt expressives und gestisch theatrales konzentrierte. Also in der österreichischen Kunstgeschichte dominiert auch eine Auseinandersetzung mit Fragen um Identität. Es gibt allerdings herausragende Beiträge von Kunstschaffenden wie Marc Adrian, Roland Göschl, Richard Kriesche, Dora Maurer, Helga Philipp und Hermann Peinitz, die eben Beispiele sind für eine konkrete kinetische und konstruktivistische Kunst in Österreich. Dies hat vor allem in den 60er, 70er Jahren stattgefunden. Marc Adrian war schon ganz früh in den 50er Jahren mit dabei, hatte auch große internationale Erfolge. Die Formenprinzipien dieser Kunst sind Reduktion, Wiederholung, Serialität, auch die Arbeit mit optischen Täuschungen war ganz typisch und auch die Auseinandersetzung mit Computerkunst gehören alle in diesen Themenbereich und haben auch zukunftswirkende Kraft damals schon gehabt.